Nach der Niederlage zum Auftakt der Rückrunde hatte die BBG vor heimischem Publikum an sich selbst den Anspruch, am 18. Spieltag gegen Kamp Lintfort den ersten Sieg des noch jungen Jahres zu verbuchen. Gleich zu Beginn konnte man dank einer Teamleistung und viel Energie sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung Präsenz zeigen, was mit Ablauf der Sirene in einer 15:10 Führung resultierte. Im zweiten Spielabschnitt wollte man nun an diese Leistung anknüpfen und begann herausragend. Gute und präzise Pässe führten zu einfachen Punkten, wodurch man auch von außen Sicherheit fand und ein ums andere Mal einnetzen konnte. Dennoch taten sich beide Mannschaften schwer, offensiv ihren Rhythmus zu finden und sich so voll zu entfalten, wodurch es mit einer 26:19 Führung in die Halbzeit ging. Im dritten Viertel schaltete man jedoch den Turbo an und konnte durch gute Defense einfache Punkte erzielen, um die Führung auszubauen. Durch den so erspielten Rhythmus lief die Offensivmaschine der BBG nur noch Hochtouren und konnte dementsprechend produzieren, ehe der Center der Gäste aus Kamp Lintfort den Lauf unterbrechen konnte. Dennoch, gegen Ende des dritten Viertels ging es so mit einer 49:32 Führung für die BBG in den letzten Spielabschnitt. Bekanntlich werden Spiele erst am Ende gewonnen und dies zeigte sich auch wieder an diesem Spieltag. Trotz einer guten Offensive konnte nur noch Kamp Lintfort den Schalter umlegen und gestaltete das Spiel so deutlich enger. Von nun an war es ein Nervenspiel. Die enorm gute Trefferquote von außen galt jedoch für beide Mannschaften und so entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die BBG es schlicht und einfach mehr wollte als die angereisten Gäste aus Kamp Lintfort. Somit steht am Ende des Spiels ein 67:59 Sieg für die BBG in den Büchern. Und zum Schluss, wie gewohnt, noch die Zahlen der Partie im Überblick.